Herzlich willkommen bei der 5. Episode. Schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt ja auch viele andere Podcasts, die man hören kann, welche über Verbrechen oder über Sex, Geschichte oder Nachhaltigkeit. Aber stopp, was Nachhaltigkeit betrifft, sind wir Orchester ja eigentlich ganz vorne dabei. Wir arbeiten komplett analog, spielen Live-Konzerte ohne Verstärker oder Elektronik. Ja, wir brauchen eigentlich überhaupt keine Energie außer der körpereigenen. Natürlich, es gibt Saalbeleuchtung oder wir müssen irgendwie zum Konzert fahren, aber fürs Spielen selbst meine ich. Da wird von unserem Stoffwechsel die Lasagne von zum Mittag direkt am Abend in Töne verwandelt. Und ich meine natürlich die Töne der Musikinstrumente. Außerdem haben wir auch kaum Verschleiß. Unsere Instrumente halten meistens ein Berufsleben lang. Die Noten können, wenn sie einmal gedruckt sind, immer wieder gespielt werden. Und nach unseren Konzerten liegt im Saal definitiv weniger Müll herum als nach einem Open-Air-Schlagerfestival. Aber diese Nachhaltigkeit liegt natürlich vor allem daran, dass das Modell Orchester aus der vorindustriellen Zeit kommt, wo man einfach so Musik gemacht hat, weil man anders noch nicht konnte. Aber wer hat das eigentlich alles erfunden? Und warum wird diese Tradition bis heute so hartnäckig gepflegt? Wir starten heute eine mehrteilige Miniserie über die Geschichte des Orchesters und die erste Folge heißt natürlich How It Started. Warum Klassik? Musik hören mit dem RSO Wien. Und bevor es losgeht, stellt sich wie immer noch mein heutiger Gast kurz vor. Ich bin der Raphael Handschuh und spiele Viola im ORF Radiosinfonieorchester Wien. Der Raphael ist ein großer Fan der sogenannten historischen Aufführungspraxis, also dass man Musik auf Instrumenten ihrer Entstehungszeit spielt, die also genau so gebaut sind und klingen, wie das die Komponisten damals, vor 200 oder 400 Jahren, im Ohr hatten. Und er kennt sich deswegen natürlich auch gut mit Musikgeschichte und mit der Geschichte des Orchesters aus. Wenn wir uns die Herkunft des Wortes Orchester anschauen, dann haut es uns gleich einmal 2500 Jahre in die Vergangenheit, ins alte Griechenland. Die haben dort aber nicht ihre Musikgruppen so genannt. Nein, es wird leider jetzt ein bisschen komplizierter. Orchestra heißt auf Altgriechisch Tanzplatz. Die haben dort regelmäßig rituelle Tänze zu Ehren des Dionysos aufgeführt. Das war der Gott des Weines, der Fruchtbarkeit und des Rausches. Das ist eine Tradition, die bis in die Steinzeit zurückgeht. Und dieses Zeremoniell hat sich im Laufe der Jahrhunderte zum griechischen Theater weiterentwickelt und die Orchestra wird damit eigentlich zur Bühne, also dieser Halbkreis in der Mitte von den Sitzreihen, wo die Schauspieler und der Chor stehen und das Drama vortragen. Wie genau das geklungen hat, lässt sich schwer rekonstruieren. Das war so eine Art rhythmischer Sprechgesang, also wenn ihr wollt, antiker Rap. Und dahinter war die Skene. Skene heißt auf Griechisch Hütte oder Zelt. Dort haben sich die Schauspieler umgezogen und von dort sind sie aufgetreten. Das war also ursprünglich so eine Art einfache Garderobe. In späteren Theaterbauten wurde das dann aufgewertet und hat Türen bekommen und Stockwerke und oben vor allem eine erhöhte Plattform, von der aus dann zum Beispiel Göttererscheinungen gespielt werden konnten. Das war so ungefähr 500 vor unserer Zeitrechnung und jetzt springen wir fast zwei Jahrtausende weiter ans Ende des 16. Jahrhunderts. William Shakespeare schreibt Romeo und Julia, Galileo Galilei erforscht die Gesetze der Beschleunigung, das Münchner Hofbräuhaus wird gebaut und in Norditalien haben Geigenbauer ganz ohne moderne physikalische oder akustische Berechnungen durch eine unglaubliche Mischung aus Tradition und Intuition die Geige entwickelt. Wenn sich jahrhundertelang sehr begabte Menschen sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, was man wie zum Klingen bringen kann. Also ich glaube, dass die Form der Geige schon im 16. Jahrhundert und bis heute gedanklich fertig entwickelt war und auch physikalisch. Also, und alles Weitere hat sich dann einfach nur mehr verfeinert oder ein bisschen spezialisiert, aber nicht mehr gröber verändert. Außerdem ist es die Zeit der Renaissance, wo alle Künstler an die Kunst der Antike anknüpfen wollen. Florenz ist vielleicht das wichtigste Zentrum dieser Bewegung. Dort gibt es auch reiche Familien wie die Medici und genug Geld für Kultur. Und so versucht dort eine Gruppe von Dichtern, Musikern und Philosophen, die nennen sich Florentiner Camerata,
das griechische Drama wiederzubeleben. Sie forschen also, wie das war. Schauspieler, Chor, begleitende Instrumente und eine erhebende Handlung, am besten aus der antiken Mythologie. Aber weil sich dieser antike Sprechgesang so schlecht rekonstruieren lässt, lassen sie ihre Darsteller einfach ganz normal singen, auf Italienisch. Menschen, die singend eine Geschichte darstellen, kommt euch vielleicht bekannt vor. Ja, genau. Die Burschen von der Florentiner Camerata wollten das antike Drama neu erschaffen und haben dabei die Oper erfunden. Das war jetzt ein Ausschnitt aus einer der ersten Opern, L'Orfeo, also die Geschichte von Orpheus, komponiert 1606 von Claudio Monteverdi. Solche Musik spielen wir leider kaum mit dem RSO, sondern die wird heutzutage meistens eher auf originalen Instrumenten gespielt. Die Geige hat sich zwar in ihrer Grundform nicht sehr verändert, aber viele kleine Details sind heute anders und die summieren sich zu einem doch sehr anderen Klang, der zu dieser alten Musik nicht so gut passt. Das finden zumindest Raffi und ich und viele andere Leute auch. Aber was hat das jetzt alles mit unserem Thema zu tun? Naja, bei der Rekonstruktion des griechischen Theaters gab es ein kleines architektonisches Missverständnis. Diese Florentiner haben offenbar geglaubt, die Hauptbühne, wo die Sänger stehen, muss diese erhöhte Plattform auf der Skene sein. Und daher kommt auch unser heutiges Wort Szene. Und die begleitenden Musiker haben sie dann einfach kurzerhand auf die tiefer liegende Tanzfläche gestellt, auf die Orchestra. Und im Laufe der Zeit wurde dann aus der Bezeichnung des Platzes das Wort für die Gruppe Musiker, die sich dort befinden. Die Oper hat sich ja schon bald nach ihrer Erfindung überall hin verbreitet. Alle Könige und Fürsten haben an ihrem Hof Opernbühnen eingerichtet. Und so ist die Entwicklung des Orchesters immer auch eng verbunden gewesen mit der Oper. Aber Orchestergräben, so wie heute, das gab es noch nicht. Deswegen waren die guten Plätze damals die erhöhten Logen. Die Orchester, die sind mit der ersten Reihe gleich aufgesessen, was ja die billigen Plätze waren. So, jetzt wäre mal die Herkunft des Wortes geklärt, aber damit fängt es erst an. Weil die andere Frage ist, wie kommt es zur Größe und Zusammensetzung von Instrumenten, die heutzutage üblich ist? Was sind so die typischen Eigenschaften von einem Orchester? Wir springen ein paar Jahre weiter, ins Jahr 1626. Europa wird vom Dreißigjährigen Krieg geplagt, aber am französischen Hof amüsiert man sich. Es gibt da schon einige Musikensembles, kleine Gruppen für Kammermusik drinnen, eine Kapelle für Kirchenmusik und Bläser, die bei der Jagd und anderen Anlässen im Freien spielen. Aber der König Ludwig XIII., dessen Mutter übrigens eine geborene Medici aus Florenz ist, der will noch was Größeres. Er gründet die 24 Violons du Roi, die 24 Geigen des Königs. Diese Gruppe gilt als erstes Orchester im modernen Sinn. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens sind die Musiker da permanent angestellt, also hauptberuflich. Und zweitens sind das natürlich nicht nur Geigen, sondern Streichinstrumente in 5 verschiedenen Größen, von hoch bis tief, die auch 5 verschiedene Stimmen spielen. Es spielen da also jeweils mehrere gemeinsam eine Stimme. Warum ist das so besonders? Im Barock wurden die Schlösser ausgebaut und die Säle wurden größer, man hat einfach mehr Sound gebraucht. Es ist eh klar, dass es damals noch keine Verstärker gegeben hat und die einzige Möglichkeit, einen Klang lauter und fetter zu machen, war, einfach mehr Leute spielen zu lassen. Ich habe da ein Stück von Jean-Baptiste Lully gefunden, wo man das recht gut hören kann. Zuerst wird jede Stimme nur von einem Instrument gespielt. Und dann bei der Wiederholung spielt das ganze Orchester mit mehreren Spielern pro Stimme. Das klingt doch gleich viel voller, wie in einem Chor. Man nennt das deswegen auch chorische Besetzung. Und das ist eben ein wichtiges Merkmal in Orchestern bis heute, dass Streichinstrumente in verschiedenen Größen chorisch spielen.
Das haben die in Paris nicht erfunden, aber ein fixes Ensemble in dieser Größe zu schaffen, das war wirklich einzigartig. Auch heute im modernen Orchester sind die Streicher übrigens noch in 5 Stimmen aufgeteilt. Und zwar oben die Violinen. Die sind geteilt in 2 Gruppen, die ersten und die zweiten Geigen. Für den Bass unten gibt es einerseits die Violoncelli. Und noch tiefer die Kontrabässe. Und in der Mitte dazwischen stecken die Bratschen, die auch Violen heißen. Ja, die Viola ist ein Instrument, was sich sehr oft darum kümmert, dass die Geigen und Celli nicht zum Streiten anfangen. Ja, und weil sie eben so dazwischen sind, machen die Musiker gerne Witze über die Bratschisten. Das sind leider so ein bisschen die Burgenländer oder Ostfriesen des Orchesters. Aber eigentlich ist die Viola ja die Mutter aller Streichinstrumente. Die Geiger witzeln ja immer ein bisschen über die Bratsche als große Geige, aber groß jetzt nicht unbedingt als Kompliment gesehen, aber in Wahrheit ist es ja umgekehrt. Namentlich kommen die höheren Streichinstrumente von der Viola. Eine kleine Viola war dann halt die Violine. Und die große Bratsche ist der Violone, der eine Vorform des heutigen Kontrabasses ist. Und ein kleiner Violone ist dann wieder das Violoncello. Das Cello ist ein bisschen wie ein Kontrabass-Chen irgendwie. Eine Frage noch. Dieses chorische Spielen, wie fühlt sich das eigentlich an? In einer Gruppe zu sitzen, wo alle im Prinzip das Gleiche machen, kommt man sich da nicht ein bisschen wie ein unwichtiges kleines Rädchen vor? Ja, Streichinstrumente in der Gruppe spielen ist Fluch und Segen zugleich. Das hängt immer sehr an den Stücken. Es gibt Werke, wo man sich manchmal denkt, das würde ich jetzt lieber gerne alleine spielen, da hätte ich ein bisschen mehr Gestaltungsfreiheit. Und es gibt dann Stellen in einem großen Symphonieorchester, wenn man dann wirklich 16 erste Geigen hat, es gibt dann natürlich eine unglaubliche Breite. Oder die 8 Kontrabässe, die man auch in einem wirklich großen Symphonieorchester hat, das ist dann was, das könnte man allein auch nicht schaffen, nicht einmal annähernd. Okay, so viel zu den Streichern. Aber was ist mit den Blas- und Schlaginstrumenten, fragt sie jetzt vielleicht. Ja, wenn es ganz besonders festlich sein sollte, haben sich die 24 Geigen noch ein paar Bläser und Trommler von der Freiluftmusik dazugeholt. Das bringt natürlich mehr Stimmung. Ich glaube, es war ein großer Durst da nach neuen Farben, nach neuen Ideen. Weil es für die Komponisten ja super spannend war, wenn sie mehr Klangfarben auf ihre Palette bekommen haben. Es ist ja das eine, sich nette Melodien und Begleitungen auszudenken, aber dann muss man ja auch noch beschließen, welche Instrumente was davon wann spielen. Das nennt sich dann Instrumentation und ist eins meiner Lieblingsthemen und wird sicher noch öfter in diesem Podcast vorkommen. Ein kurzes Beispiel dafür. Wieder mal vom guten alten Johann Sebastian Bach. Ich weiß, der kommt sehr oft vor hier, aber der war einfach auch extrem wichtig. Wir hatten in der Folge über das Tempo schon eine von seinen Suiten für Orchester. Und im gleichen Stück gibt es eine Stelle, da macht es ihm hörbar Spaß, das Orchester so in 3 Gruppen zu organisieren, die in verschiedenen Kombinationen abwechselnd und miteinander spielen. Geigen, Oboen und Trompeten. Es ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ihr genau erkennt, welche Gruppe wann dran ist. Aber was ihr sicher hören könnt, ist, dass dieses kleine aufsteigende Motiv, das ungefähr 1,5 Sekunden dauert, nicht nur jedes Mal auf einem anderen Ton beginnt, sondern auch jedes Mal ein bisschen anders klingt. Jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, weil Bach kommt eigentlich etwas später. Zur Zeit von Ludwig XIII., da gab es natürlich schon verschiedene Blasinstrumente. Naturtrompeten und Naturhörner, die hatten wir ja schon in der 3. Folge. Aber die Holzblasinstrumente, die waren noch nicht so, die haben noch ein bisschen grob geklungen. Die waren noch nicht fein genug für den Hof von Versailles. Deswegen wurden sie von französischen Instrumentenbauern in den nächsten Jahren extrem verbessert, sodass sie dann ab ca. 1680 regelmäßig im Orchester verwendet werden und sich diese neuen Bauformen auch blitzschnell in ganz Europa verbreiten. Aus den Instrumenten mit doppeltem Rohrblatt, die vorher ein bisschen wie ein Dudelsack geklungen haben, wurden die hohe Oboe und das tiefe Fagott gemacht. Und aus der schrillen Querpfeife wurde die elegante Querflöte. Und wie klingen die jetzt?
Da gibt es praktischerweise einen Ausschnitt bei Mozart, wo alle drei direkt hintereinander zu hören sind. Oboe, Fagott, Querflöte. Schon 1700, also schon 20 Jahre nachdem sie in Paris eingeführt worden sind, waren diese drei Instrumente von London bis Neapel überall Standard. Das meine ich mit blitzschnell. Okay, 20 Jahre, aber überlegt einmal damals, in einer Zeit ohne Eisenbahn und Tonaufnahmen. Und das liegt daran, dass Musiker extrem reisefreudig und überhaupt offen und neugierig waren. Ja, die Leute hat es halt auch schnell einmal dorthin gezogen, wo der heiße Ort war. Und nur so kann das möglich sein, dass sich auch Instrumente so schnell verbreiten, einfach aus einem großen Durst heraus und einem Interesse. Überhaupt, Raffi, wie stellst du dir das vor? Wie war das damals, Musiker zu sein? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Musiker damals viel mehr von Tag zu Tag gelebt haben. Wirklich eine Ahnung, was die Zukunft bringt, so wie wir es heute meistens haben, wenn nicht gerade eine Pandemie in unser Leben kracht. Das hat es damals sicher nicht gegeben. Aber dafür war viel mehr Platz da, den es zu erkunden galt. Musiker wollten also neue Plätze erkunden. Und zwar sowohl künstlerisch als auch im wörtlichen Sinn. Zum Beispiel dieser Jean-Baptiste Lully von vorher, der am französischen Hof für die 24 Geigen komponiert hat. Der wurde eigentlich als Giovanni Battista Lully in Florenz geboren. Oder der deutsche Georg Friedrich Händel, der ist in London reich geworden, indem er dort italienische Opern produziert hat. Auch der große Antonio Vivaldi hat gegen Ende seines Lebens Venedig verlassen und wollte sein Glück in Wien versuchen. Leider ist ihm das aber nicht gelungen, der ist hier als armer Mann gestorben. Und als Wolfgang Amadeus Mozart von Salzburg weg wollte, und wahrscheinlich auch von seinem Vater, war sein erstes Ziel nicht Wien, sondern Mannheim. Mannheim? Ja, das war nämlich genau einer dieser heißen Orte, von denen Raffi gerade geredet hat. Dort gab's das vielleicht beste Orchester damals. Angefangen hat diese Erfolgsgeschichte mit einer Fusion. Der Kurfürst Karl Philipp holt 16 Musiker aus Innsbruck und 26 aus Düsseldorf und macht sie zu seiner Hofkapelle. Später noch einen brillanten Kapellmeister aus Italien dazu und diese Söhne Mannheims gehen durch die Decke. Die größten Virtuosen aus ganz Europa werden angelockt und die spielen nicht nur mit, sondern komponieren auch für das Orchester und unterrichten auch noch gleich den Nachwuchs. Wodurch das Ensemble immer besser wird. Man spricht deswegen auch von der Mannheimer Schule, weil alle diese Faktoren so ineinander gegriffen haben. Man muss jedes Instrument, jedem Spieler immer wieder Herausforderungen hinwerfen. Die meisten Musiker, die ich kenne, wollen gefordert werden. Kein Wunder also, dass Mozart von denen begeistert war und sich auf einer Reise, als er in Mannheim war, gleich beim Kurfürsten um eine Stelle bemüht hat. Und ein Detail hat ihm besonders gefallen. Bei den Holzbläsern gab es dort nicht nur Flöte, Oboe und Fagott, sondern auch die allerneueste Entwicklung in der Musikszene, Klarinetten. Mozart war extrem begeistert von dem Klang. Es gibt einen Brief an seinen Vater, da schwärmt er, wie toll ein Orchester mit Klarinetten klingt. Und Mozart hat sein ganzes Leben lang immer wieder gern für Klarinette geschrieben und hat dadurch mitgeholfen, dass sie später auch in Wien im Orchester verwendet wurde. Es war genau dieser Wechsel bei Haydn, Mozart, wo die Klarinetten dann immer wieder in der symphonischen Literatur auch fix dabei waren. Nicht immer und auch nicht bei allen Stücken, aber danach war es ein Standard. Und weil Raffi gerade Joseph Haydn erwähnt hat, den darf man in der Geschichte des Orchesters natürlich auch nicht auslassen. Der war von 1760 bis 1790 beim Fürsten Esterhazy angestellt, in Eisenstadt und Vertöd, den beiden großen Kulturmetropolen des Burgenlands. Beziehungsweise eben eher nicht so wirklich Kulturmetropolen. Aber der Fürst hat halt dort residiert und wer zahlt, schafft an. Und auch wenn es Haydn dort manchmal ein bisschen Fahrt gefunden hat, der Vorteil war, dass er keine Rücksicht auf ein verwöhntes Publikum nehmen musste, sondern einfach das gemacht hat, was ihm getaugt hat.
Und er hat für seine Experimente auch ein kleines, aber wirklich gutes Orchester zur Verfügung gehabt. Viele davon hat es sogar aus Italien bis ins Burgenland verschlagen. Und die sind natürlich nicht vom wilden Nachtleben in Eisenstadt oder vom feuchten Sumpfklima rund um den Neusiedlersee angezogen worden, sondern eben von Haydn selbst. Man hat einfach gewusst, dass es dort musikalisch super spannend wird und dass es auch andere gute Musiker gibt, mit denen es sicher Spaß macht, zusammen zu spielen. Und außerdem hat der Fürst auch ziemlich gut gezahlt. Und so hat Haydn sozusagen sein eigenes Versuchslabor direkt an der Hand. Er schreibt ständig neue Stücke, die sofort geprobt und gespielt werden. Er sieht, was funktioniert und was nicht, kann Neues ausprobieren, weiterentwickeln. In seiner Zeit beim Esterházy hat er ca. 75 Symphonien komponiert und er hat die Form der Symphonie eigentlich neu erfunden. So wie er die Themen und Melodien vorstellt und entwickelt, dieses Modell haben dann später von Beethoven bis Brahms eigentlich die meisten Komponisten weiterverwendet. Ja, und hier endet der erste Teil meiner Orchestergeschichte und der rote Faden war eigentlich interessanterweise: ohne Geld kein Musi. Kultur kostet was und natürlich besonders ein Orchester, wo so viele hochqualifizierte Leute auf einmal arbeiten. Und das meiste Geld hatte eben der Adel. Ohne Medici in Florenz keine Oper, ohne Schloss Versailles kein großbesetztes Streichorchester und Holzblasinstrumente und ohne Nikolaus Esterházy keine Haydn-Symphonien. Aber brace yourselves, jetzt kommt das Zeitalter der Aufklärung, dann die Französische Revolution und später auch noch die industrielle Revolution. Und was hat das mit unserem Thema zu tun? Einerseits verlieren in Mitteleuropa sehr viele Adelige eine Menge Geld in den Kriegen gegen Napoleon und können sich dadurch nicht mehr so viel Kunst leisten. Andererseits entsteht ein emanzipiertes Bürgertum, das genug Kohle hat, sich selbst mit Kultur zu versorgen. Und auch die Künstler werden selbstbewusster. Dass sich Komponisten bis zu einem gewissen Zeitpunkt mehr als Handwerker und als Diener gesehen haben oder selbst sehen mussten, weil es einfach die Rahmenbedingungen war. Das ändert sich jetzt. Und einer der ersten Komponisten, bei dem man alle diese Veränderungen sieht, ist wieder einmal Beethoven. Der ist jetzt sozusagen unser Cliffhanger. Mit ihm geht diese Miniserie weiter, aber nicht gleich in einer Woche, denn in der nächsten Episode geht es nämlich um was anderes. Um die Stille und um die Pausen in der Musik. Bis dahin wieder der Verweis auf unsere Mailadresse warumklassik@orf.at und die Shownotes auf rso.orf.at. Aber zum Abschluss gibt's jetzt Musik von einem, der sich selbst noch als Handwerker gesehen hat und als einen Diener Gottes, speziell in diesem Stück. Es hätte mich echt gewundert, wenn Raffi sich einen anderen als Johann Sebastian Bach gewünscht hätte. Das Ende vom Gloria aus der H-Moll-Messe von Bach ist ein für mich ganz starker Schluss. Das bringt die ganze Breite und Kraft von einem Chororchesterwerk einfach auf einen speziellen Höhepunkt.